So, nachts um 4 schleichen wir uns jetzt aus dem Fex-Tempel. Das könnte man auch falsch verstehen, aber wir wollen jetzt zu Meister Dramosch. Obwohl, 4 ist immer noch ein bisschen früh. Okay, 5. Was können wir noch machen? Habe ich schon überprüft, ob die Orknase magisch ist? Bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Machen wir einfach mal ganz kurz. Zaubersprechen. Talana. Hellsicht. Odem Arcanum auf Orknase. Die Orknase ist nicht magisch. Schade. Aber na gut. Oh, was steht da? Jallen ist betrunken. Ja, na gut. Hat Tirik aber so oder so wenigstens eine schöne Ersatzwaffe. Girogon hat 2 Ersatzwaffen. Bei dem Rest passt das so weit auch. Oh, Pfeile. Pfeile reichen noch fürs Erste. So, was können wir denn Torwall noch machen, außer zu Meister Dramosch gehen? Der Turm war ja eine Versuchung, obwohl ich auch denke, dass er wirklich zu schwer sein wird. Aber wir können hier mal ganz kurz reingucken. Also erstmal gucken, ob das überhaupt funktioniert. Ich habe mir das nur sagen lassen, dass das mit dem Penetritzel funktioniert. Also probieren wir mal. Talana. Hellsicht. Penetritzel. Und da konnten wir jetzt nicht durchgucken. Einfach hier ein Transversales sprechen und dann vielleicht da auf die Karte klicken. Das wäre mein nächster Versuch. Bewegung. Transversales. Misslungen. Ja, der ist ja auch auf minus 4. Was ein weiterer Grund ist, warum ich nicht unbedingt jetzt schon in den Turm rein will. Denn wenn man Transversales überhaupt erst braucht, um reinzukommen, gehen die schon von einer recht starken Gruppe aus. Oh, scheint geklappt zu haben. Da rein würden wir gerne. Der schwarze Finger ist ein 30 Schritt hoher Turm, ganz aus dunkelgrauem Basalt. Es heißt, dass hier der eigenwillige Doran von Honigen, ein Geschichtskundiger, lebt, der euch vielleicht bei eurer Suche weiterhelfen könnte. Oh. Ja, daran habe ich gar nicht gedacht. Vielleicht ist das Ganze ja auch eine freundliche Geschichte. Und man muss da gar nicht irgendwie plündern oder campen oder sonst etwas. Klopfen wir mal an, nachdem wir uns da rein teleportiert haben. Ein verhunzeltes Männchen öffnet die Tür. Der Meister wünscht keinen Besuch und knallt euch das schwere Eichenportal vor der Nase wieder zu. Das war interessant. Vielleicht können wir da erst später hin. Oder es ist einfach nur ein kleiner Hinweis auf die Hintergrundgeschichte. Na gut, sei es drum. Langsam geht die Sonne auf, das soll uns reichen. Und ich gehe schon wieder in die falsche Richtung. Wir müssen nach Westen. Ah, ihr seid es. Eine Lage Amboskron? Prima, ihr seid sicherlich in letzter Zeit viel rumgekommen. Aber bevor ihr anfangt zu erzählen, vielleicht könnt ihr mir folgendem Hinweis etwas anfangen. Die Magierakademie liegt am Nordtor, ganz in der Nähe des Parain-Tempels. Das wollten wir aber gar nicht. Wir wollten eigentlich davon berichten, dass hier ein Hashtod im Keller ist. Oder, was er sagt, war. Und dafür eine Belohnung bekommen. Nee, also wir könnten jetzt noch in der dritten Etage eine Kleinigkeit erledigen. Da kamen wir ja zuerst nicht weiter, aber wir hätten wahrscheinlich von der vierten in die dritte hochgehen können an einer Stelle. Aber wenn wir das dann nochmal nachholen sollten, dann wohl eher durch den anderen Eingang beim Schmied. Ich glaube, das war da. Na gut, können wir jetzt mal kurz hingucken. Meister Dramosch war wohl nichts. Also hier und ich glaube hier rein. Ja, richtige Tür war es, aber es hat noch nicht auf. Eine Stunde noch, das dauert doch nicht lang. Na, ja, die Sonne hat sich zwar bewegt, aber... Oh! Hinter einem provisorischen Tisch sitzt eine reglose Gestalt, die erst zum Leben erwacht, als sie in unmittelbar vor ihr steht. Wollt ihr ein paar erstklassige Schnürsenkel kaufen? Schnürsenkel. Okay, her damit. Und er hat keine Schnürsenkel im Angebot. Hat er irgendwas anderes, was man sonst nirgendwo bekommen könnte? Ein Seil. Wir hatten schon mal eine Situation, wo unser Seil nicht gereicht hat. Aber ein zweites Seil ist doch ein wenig schwer.
Schreibzeug, Harfe, Goldschmuck. Nö, danke. Haben wir irgendwas zu verkaufen? So auf den ersten Blick nicht. Haben wir schon neue Tanelen geholt? Ja, haben wir. Sehr gut. Nö. Keine Schnürsenkel, kein anderer Krimskrams. Wir wollen jetzt zum Schmied. Liz klopfte leise. Wir können ihm nur schmeicheln. Oh, ein kleiner Hinweis. Nicht jeder darf jede beliebige Waffe führen. Die meisten der besonders wirkungsvollen sind den Absolventen einer Kriegerakademie vorbehalten. Also Gerugon. Ja, der spielte auch besondere Waffen hin. Spielte auch besondere Waffen an. Aber davon haben wir noch keine. Und das war anscheinend nicht der richtige Schmied. Der richtige Schmied war ein Zwerg und kein Liskorf der Leise. Aber ich hätte schwören können, dass wir hier gewesen. Da ist noch ein Geschäft und da. Was haben wir hier? Grollo, Sohn des Gummblatt. Das hört sich doch besser an. Aber auch mit ihm können wir nur schmeicheln. Wir kriegen einen besonderen Preis. Ich will keinen besonderen Preis. Ich will in deinen Keller. Okay. Gibt es hier welchen Seiteneingang? Erfährtstrunk. Nee, da wollen wir nicht hin. Wir wollen in die Schmiede einbrechen, um in den Keller zu gucken. Oh, das war einfach nur Zufall. Vielleicht gibt es hier auch mehrere Zwergenschmiede. Hier war der Turm. Nee, und das war ein... War das gerade ein Störebrand? Den Namen kenne ich auch noch, aber aus einem anderen DSA-Spiel. Also die Familie. So. Also es ist wahrscheinlich dieser NPC hier gewesen. Aber wir kommen wohl nur von unten da raus und nicht von oben da rein. Was ein wenig schade ist. Aber na gut, wir sind jetzt in Torwall und wollten eigentlich nach Angbodiertal weiterreisen. Aber wo wir schon mal hier in der Großstadt sind, was gibt's noch zu erledigen? Wir haben unsere Kräuter. Wir haben momentan recht wenig Astralenergie. Aber wir werden ja eh jetzt ein paar Tage reisen, wo das hoffentlich sich steigert. Vor allem, wenn wir fleißig unsere Tanelen essen. Also müsste das in Ordnung sein. Wir könnten einen Schuppenpanzer uns vielleicht holen. Das mit dem Gewicht, das wird echt übel. Denn er kann nur noch, wie ich das richtig sehe, 63 Unzen mehr tragen. Das Werkzeug könnten wir alles an Ervo weiterbringen. Aber er kann auch nicht mehr sehr viel tragen. Ja, ärgerlich, ärgerlich. Nee, wir warten noch bis Stufe 4 oder 5. Und dann kriegen Gerugon und Tirik ihre Schuppenpanzer. Du hast auch genug Pfeile. Nee, hier haben wir nichts mehr zu tun. Also gehen wir kurz zum Hafen, gucken, ob wir ein Schiff finden, das den Fluss hochfährt. Und wenn nicht, gehen wir einfach zu Fuß. So weit war das ja nicht. Das ist nicht der Hafen. Ich dachte, weil es hier am Wasser... Da ist auch kein Wasser mehr. Ja, ignoriert einfach, was ich gerade gesagt habe. Da unten ist der Hafen. Mann, Mann, Mann. So, hier rum, darum, nicht zum Markt. Wir würden gerne nicht nach Warnheim. Warnheim ist nicht auf dem Weg nach Oberorken. Also Oberorken war vor Felsdane. Die Strecke kenne ich noch einigermaßen, weil wir die am Anfang gegangen sind. Und hier haben wir einen Bettler. Na gut, nehmt dieses Goldstück. Plötzlich fällt alle Mühsal der Armut von ihm ab und er feixt euch in die verblüfften Gesichter. Das hatten wir ja auch schon mal. Vielleicht hat er ja was Besonderes für uns. Die einarmige Yatra ist Hetfrau von Bodir, also unsere Bürgermeisterin. Das wissen wir schon. Aber na gut. Also, Hafen war nix. Dann müssen wir uns jetzt... wir sind wieder bei dem Haus der Sturmkinder. Also bei einem der vielen Häuser der Sturmkinder. Aber da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte eigentlich einfach nur raus hier. So, und zwar nach Fährstation Tjolla. Und dann machen wir mal einen Gewaltmarsch, damit wir ein bisschen weiterkommen. So, Wache 1, Wache 2, Wache 3. Alle Magiekundigen essen eine Tanele. So.
Denn wenn wir unterwegs was treffen, wollen wir nicht unbedingt unsere Zaubertränke trinken müssen. Kräuter suchen Jallen. 4 Stunden müsste reichen. Oh, sehr schön. 2 Einbeeren und 2 Wirselkräuter. Mal eben 20 Dukaten gespart, wenn ich das richtig erinnere. Und wie schaut's mit Essen aus? Oh, du hast schon 7 Stück. Du hast 5. Nee, Essen müssen wir nicht holen. Also schlafen. Komm schon, gib uns schön viel Astralenergie. 1 Punkt, 1 Punkt, 2 Punkte. Na gut, so viel dazu. Tjolla war nichts Besonderes und ist auch tierisch klein. Also gleich weiter. Nach Rukian. An den Namen kann ich mich gar nicht erinnern. Aber bei so einem Kaff auch nicht wirklich verwunderlich. So, Fähre Angburdiertal. Da dürfen wir dann morgen ankommen. Aber erstmal das gleiche Spiel. Wieder Kräuter suchen. 5 Tanelen und 2 Wirselkräuter. Ja, langsam machen sich die Steigerungen bei ihr bemerkbar. So muss das sein. Und ich habe vergessen, die Tanelen zu essen. Und wir regenerieren sofort mehr Astralenergie, obwohl ich keine gegessen habe. Okay. Eine windgeschützte Stelle, ein idealer Rastplatz. Nein, wir haben es eilig. Wir haben es immer eilig. Naja, fast. Also, wir sind jetzt Fährstation Angburdiertal. Es gab hier, glaube ich, aber 2 Seiten. Und es gibt hier keine Taverne. Ich gucke mal ganz auf meinem Zettel, wen wir überhaupt genau suchen. Wir suchen in Angburdiertal Bjorn Hjallarsson. Bjorn Hjallarsson. Huschen wir einfach mal ganz kurz in jedes Haus hier rein. Und wenn da nichts bei ist, dann wird er wohl auf der anderen Seite sein. Nein, nein, nein. Ups, das war ein Tempel. Effort. Effort haben wir schon gespendet. Aber wir haben genug Dukaten, also spenden wir einfach nochmal, denn wir sind ja recht viel mit dem Schiff unterwegs. Und wenn man Geld über hat, soll man Geld teilen. Nicht die Gruppe teilen. Nein, nein, ich habe mich nur verklickt. So. Und das war's auch schon gleich mit den Häusern. Das wäre jetzt das letzte Haus, richtig? Nee, da ist noch eins. Und nein. Na gut, dann halt auf die andere Seite. Achso, das war nur die Fährstation. Und ja, wir haben es eilig. Da bezahlen wir ruhig 10 Heller mehr. Aha. Ja, wir leben auch in einer etwas anderen Welt. Wir haben nämlich richtig Kohle. Im Vergleich zu den anderen Normalsterblichen. Denn wir sind Abenteurer. Und zwar die Sorte Abenteurer, die auch mal Glück haben. Und mit dem Geld, was wir jetzt haben, hätten wir unser Leben lang gut leben können, denke ich. Aber das ist natürlich zu langweilig. Also, hier ist eine Taverne, da fragen wir einfach gleich mal nach. Es sind nur wenig Gäste anwesend. Sehr schön, hat er ja Zeit für uns. Wir hätten gerne Informationen über Bjorn Hjallarsson. Sicher, er wohnt hinten bei den Weiden. Hinten bei den Weiden. Na gut. Wo könnte hinten bei den Weiden sein? Das wird wahrscheinlich hier sein. Eins von den dreien oder die beiden. Oh, und es wird spät. Wir sollten uns beeilen. Nein, nein. Wie spät haben wir es denn? Ah, 20 Uhr. Das wird langsam auch ein wenig spät. Dann speichern wir mal kurz ab. Suchen uns ein Gasthaus und dann besuchen wir ihn am Morgen. Ein Firon-Tempel. Oh, da haben wir noch nicht gespendet. 100 Silberstücke. Speichern. LP 34. Und wir sehen uns gleich wieder.